Alexander beim FC Bayern München. Ohne Dino ist es hier nicht dasselbe. Buenos días, chicos. Seid ihr fit? Konzentriert? Hoffentlich, denn heute braucht ihr das. Training. Es war ein Trainingsspiel. Das ist so ein richtiges. 11 gegen 11. Thomas Müller ist immer blau, also der mit dem blauen Stern, und wir sind ja der gelbe. Weil das ja unser Duo-Partner war, den wir uns ja ausgewählt haben. Nur noch gewinnen. Wäre vielleicht mal noch ganz gut. Und nicht immer ins Abseits rennen. Schade. Tor für den Gegner von Robert Lewandowski. Geh in der 27. Minute. Gut, es ist nur ein Trainingsspiel. Ist jetzt nicht weiter das Problem.
jetzt läuft noch. Gut, 1-0 zur Halbzeit. Okay, das war's. Muchas gracias, muchachos. Es gibt nur eine Halbzeit. Okay. Ziemlich übertrieben, hä? Diese Superagenten sind alle gleich. Die kennen keine Grenzen. Geben wir ihnen eine Chance, ja? Alex, wie schön, dass du da bist. Miss Via Bea. Ah, das ist mein Agent Michael. Mr. Taylor, der Mann hinter Rising Stars. Ich verfolge Ihre Arbeit seit vielen Jahren. Ein Talenteförderer. Schön, dass wir uns endlich mal begegnen. Das Muschelceviche hier ist unglaublich. Kann ich nur empfehlen. Sollen wir direkt loslegen? Natürlich. Alex, du hast ja vielleicht schon von Mr. Taylor gehört, dass man als Spieler irgendwann an den Punkt kommen kann, wo man größer ist als der Sport, den man spielt. Wo man zur eigenen Marke wird. So wie Cristiano Ronaldo mit CR7. Das ist aber nur möglich, wenn man neben dem Rasen genauso ein gutes Team hat. Tja, Alex hat schon ein Team, also. Ein Mann ist noch lange kein Team, Mr. Taylor. Ein Spieler wie Alex braucht ein Team, um das Maximum rauszuholen. So intensiv kümmern wir uns nicht um alle Klienten, nur um die Besonderen. Alex, mein Team und ich von Villanova und Partner bieten dir die Chance, mehr als nur ein Fußballer zu sein. Nämlich ein geldgieriger Roboter, eine Legende, Mr. Taylor. Bitte, denk mal drüber nach. Ich weiß, das ist eine große Entscheidung, aber ich muss da eben rangehen. Entschuldigen Sie mich? Max, ja, ich bin gerade bei ihm. Wie läuft's bei Sergios Dreharbeiten? Exzellent. Die weiß offenbar, wovon sie redet. Maike, meine eigene Marke. Was? Weißt du, ich erkenne einen Coup, wenn ich ihn sehe. Was soll das heißen? Beatrice Villanova teilt ihre Klienten mit niemandem. Und das Muschelceviche hier ist meine Henkersmahlzeit. Erinnerst du dich an Garretts Transfer? Ich habe Marcus de Mara dazu geholt, um beim Deal mitzuhelfen. Dieser Superagent, das mache ich auf gar keinen Fall nochmal. So verstehst du das, Alex? Sie oder ich? Ich bin nach dem Real-Desaster bei dir geblieben, obwohl alle sagten, ich soll dich loswerden. Du wärst ein Witz. Und jetzt unterstützt du mich nicht mal? Nein, Alex, ich unterstütze dich. Aber glaub mir, einen Geschäftspartner sucht die auf keinen Fall. Echt? Oder hast du Angst? Bleib sachlich, Alex. Weißt du was? Das war's. Alex, die schert sich nicht um dich. Ihr geht's ums Geld. Schon komisch. Das Gleiche habe ich auch mal über dich gehört. Was sie dir anbietet, bedeutet eine Menge Opfer für dich. Verstehst du das? Ja und? Das sollte dir klar sein. Ein Neuanfang ist nie einfach, Alex. Aber manchmal muss man das Alte loslassen, um das Neue zu bekommen. Hm?
Tokio, Japan. Der Meister des Übersteigers Cristiano Ronaldo. Das ist etwas, wovon er träumt. Ja. Dann Alexander. Ja. Ach, du bist doch nur neidisch, Mann. Wow. Wenn wir euch hier wegputzen, änderst du deine Meinung. Oh Mann, wir werden das Turnier gewinnen. Oh, meinst du? Na klar. Das werden wir ja sehen. Läuft alles wie geplant, was, Alex? Dad sagt, das Warten auf die Kaderbekanntgabe hat dich fertig gemacht. Tja, es lief alles, Dad. Danke, dass du es erwähnt hast. Kommst du zum Halbfinale, Dad? Nervt dein Bruder auch so? Als Scout hat man nie Feierabend. Ist auf jeden Fall nicht einfach. Geht ihr euch deshalb aus dem Weg? Ja, so in etwa. Okay, wir sollten los, Maus. Ein wenig Schlaf wäre gut. Ja. Der Jetlag macht mich fertig. Ja. Ruht euch ein bisschen aus. Es kommen wichtige Spiele auf euch zu. Der Einsatz? Na klar. Also gut. Komm nochmal. Bin ich ein Promi? Ja. Okay. Sportler? Ja. Tokio. Oh ja, Danny Williams. Ganz Williams Footy gegen Amerika. Die erhofften Tore machen. Mal gucken. Gibt's wieder Training oder sowas? Naja. Ach, wir können jetzt auch noch den Stil von einem Herrn Williams ändern, ja? Bisschen einfach halten hier. Also entweder T-Shirt oder, also das ist generell der Hosen. Schuhe. Sollte schon noch dazu passen. Violett jetzt nicht gerade, aber blau. Können die natürlich ganz verstümmeln. Das passt, das ist doch überhaupt nicht der Stil von ihm. Nein, da kommt nichts hin. Die Armlänge. Schuhe. Hoch. Nö. Das ist Danny Williams. Weiter geht's. Amerika gegen Liverpool.
mit ihm spielen, wie immer. Die Preseason-Tour. Gruppe B aus dem Panasonic Stadium in Suita. Ein mexikanisches gegen ein englisches Team. Let's go. Der Jürgen Klopp. Wie aus dem Gesicht geschnitten. The Williams ist bald dead hier. Ausgenockt aus dem Spiel. Ein Spieler weniger, um den wir uns denn kümmern müssen. Tor für die Mexikaner. Von Alvarez. Edison Alvarez. Wow. Bester Einwurf ever. Nicht so ganz.
Dann aber abseits. Tja, bei Danny Williams funktioniert gerade gar nichts. Noch eine Ecke. Noch eine Ecke. Und Halbzeit, oder? Ja. Spiel fortsetzen. Der war dann doch schon etwas heftiger, ne? Gibt's doch nicht. Erstes Spiel gleich mal verlieren ist auch toll hier. Das erste Pflichtspiel.
Ja, wobei Pflichtspiel ist es auch noch nicht. Das ist ein Preseason-Spiel. Also eigentlich so ein, ja, Turnier zwar, aber halt ein Vorbereitungsturnier. Eigentlich so richtig Pflicht ist es auch noch nicht. Es ist halt Vorbereitung. Ende. Ja. Ja. Haben die Mexikaner gewonnen. Ja, man muss dazu sagen, dass meistens so die ersten Spiele noch verloren werden. Das war, glaube ich, bei den letzten Malen noch auch irgendwie so. Weil ich noch nicht so eingespielt bin. Oder hatte ich da immer gewonnen? Ich weiß es auch nicht mehr. Es ist auch warm. Da kann ich mich eh nicht so konzentrieren. Club Amerika. Ah, ja, gut. Deine Kurzpässe lassen zu wünschen übrig. Ja. Lass keine Ballverluste zu. Wow. Also jetzt sind wir bei Alexander. Bitte keine Anrufe und auch keine SMS, außer es ist ein Notfall. Oder außer sie kommt mit Mr. Alexander. Ja. Let's go. Naja, hier können wir auch wieder anpassen. Das sind, glaube ich, noch so die Tattoos vom letzten Mal, auf alle Fälle. Nochmal so.